diese Noten zeigen überhaupt nichts von euch. Das sind nur Momentaufnahmen. Viel wichtiger ist, dass ihr alle tolle Kinder seid, tolle Jugendliche. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Filmtipp der Woche. Es ist der große Berlinale Triumph, dieser geradezu monumentale Dokumentarfilm, fast 3 Stunden lang, nicht eine Sekunde langweilig. Herr Bachmann und seine Klasse, dafür gab es den Silbernen Bären bei der Berlinale. Maria Späth war 1 Jahr lang in dieser Klasse unterwegs. Sie beobachtet die Arbeit von Herrn Bachmann, ein überragender Pädagoge, der sich nicht anbiedert. Er schafft schon eine feste Struktur für diese Schülerinnen und Schüler. Innerhalb dieser Struktur aber können sie sich frei entfalten, dank seiner pädagogischen Leidenschaft. Seine Methode könnte man vielleicht mit Sokrates vergleichen, diese Hebammen-Methode. Also immer wieder Fragen stellen, mit Fragen auch Vorurteile unterlaufen, Klischees auflösen, eigenes Nachdenken anregen. Darum geht es ihm. Das ist seine große Leistung. Und da benutzt er auch ganz unterschiedliche Methoden. Er macht sehr gerne Musik, er benutzt Balladen und Geschichten. Immer geht es ihm darum, diese jungen Menschen zu formen. Und wir lernen die auch ganz persönlich kennen. Wir erleben innerhalb dieses Jahres, wie sie sich auch unter dem Einfluss von Herrn Bachmann verändern. Für mich ein ganz großartiges, beglückendes Erlebnis, diesen Pädagogen zuzusehen. Ich wünsche übrigens jedem, dass er so einen Lehrer gehabt hätte und dass er diesen Film auch sieht, der uns zeigt, was Pädagogik, wenn sie vom Herzen kommt, wirklich vermag. Eine Art filmischer Bildungsroman, dieser Herr Bachmann und seine Klasse, dieser großartige Dokumentarfilm, jetzt im Kino zu sehen. Unsere Radio 1 Filmempfehlung. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.